So, mein neuer Drucker, Anycubic Shearer, ist angekommen. Ich freue mich, ich werde den jetzt aufbauen. Ich habe den zum Black Friday geschossen für sagenhafte 305 Euro inklusive Versand. Jetzt ist er da und jetzt geht's los. Es ist vollbracht, alles wunderbar. Ja, warum habe ich mir überhaupt noch einen Drucker geholt? Hat drei Gründe. Ich kann jetzt endlich die großen Bauteile im Ganzen drucken. Ich brauche die nicht mehr teilen, weil sie einfach nicht drauf passen. Punkt Nummer zwei, ich kann halt jetzt gleichzeitig drucken, es geht wesentlich schneller. Und Punkt Nummer drei, wenn doch mal einer irgendwie was kaputt sein sollte, habe ich immer noch einen, wo es auf jeden Fall weitergeht. Warum habe ich mir gerade den Chiron geholt? Liegt daran, ich habe schon den Imega von Anycubic, bin damit sehr zufrieden, habe den über ein Jahr, habe da sehr viel gedruckt, kein Schaden und nichts dran gewesen. Deswegen habe ich mich auch wieder für den Anycubic entschieden. Zweitens, das Preis-Leistungs-Verhältnis für den Drucker ist natürlich extrem gut. Für diese Baugröße und dieser Preis kann man überhaupt nichts sagen. Und drittens, von der Software her sind die natürlich beide gleich und somit war es natürlich auch kein Problem, den jetzt in Betrieb zu nehmen. Ja, ich drücke jetzt mal fleißig weiter und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.